Kochbox, Late Night Cooking, Teil, jetzt weiß ich's, 24. Wir sind bei der 24 und eigentlich sollte meine wunderschöne Tochter Vivi mit mir kochen, aber das funktionierte nicht. Ihr Freund muss arbeiten und sie kann unsere kleine Romy noch nicht weggeben. Das Kind ist 3 Monate alt, also dafür bitte ein bisschen Verständnis. Wir werden das nachholen, aber ich habe mir eine andere Prinzessin eingeladen heute. Wir haben heute einen kleinen Überraschungsgast. Der ein oder andere hat es vielleicht schon in den sozialen Netzwerken gesehen. Wir haben heute, das Thema heute ist, wir machen einen Kochkurs mit dem untalentiertesten Koch, den ich je kennengelernt habe. Also wir begrüßen mal Freddy aus dem Blackland. So Freddy, danke, ja. Danke, dass du da bist. Ja, ich habe mir sowas schon gedacht. Wir überlegen uns jetzt mal, Bene, ja. Was wir Schönes machen können. Ich will dir natürlich ein bisschen was beibringen, dass du vielleicht als nächstes mal selber bei dir im Blackland vielleicht mal kochen kannst für deine Gäste. Ist jetzt, was ist denn ein Blackland? Ich sage mal, Freddy Blackland, was ist ein Blackland? Na, der Blackland ist ein Rock-Metal-Pub. Rock-Metal-Pub. Also mit Live-Mucke für 200 Leute. Und gibt's zu trinken, Schnaps, Bier? Gibt's so eine Sache so zu trinken. Okay, aber zu essen noch nicht. Das machen wir dann erst, wenn ich mit dir heute fertig bin. Ja, dann koche ich nur privat. Ich werde nie kochen. Freddy ist ein typischer Rocker, oder? Nee, Freddy ist Balletttänzer, wie man sieht. Klar ist Freddy unser bester Rocker. Freddy ist einer. Wie lange kennen wir uns schon, Freddy? Ich habe den nachgezählt, aber ewig. Ewig. Ewig, ja. Wir kennen uns schon ewig, fahren auch zusammen Motorrad, ja. Müssen wir jetzt mal sagen. Waren in Schweden, genau. Tour. Machen wir mal eine geile Tour. Ich bin immer schneller wie er. Weil ist ja kein Wunder, bist ja nicht so dick. Der fährt immer hinter mir. Nee, Quatsch. Wir fahren ja gemütlich, wir fahren ja Harley Davidson. Du fährst gemütlich. Ganz gemütlich. So, du bist okay. Ja immer der Letzte. Ich bin der Letzte immer, ja. Überhaupt, wenn regnet, ne? Hinten dran bin ich, genau. Dann ab im Hotel, ich kann ja nicht. Waren wir in Schweden, haben wir eine kleine Tour gemacht und wie das in Schweden so ist, es ist im Mai ja auch noch ein bisschen kalt, also sagen wir mal so 5, 6, 7, 8 Grad und es regnete den ganzen Tag und wir mussten zur Fähre. Quatsch, der hat genieselt. Freddy hatte, so wie er jetzt hier ist, ist er erfahren, der war klitschenass, der hatte nichts, gar nichts. Aber junge Männer, die heizen sich von innen wieder auf und dann trocknet alles wieder. Na und bei dir? Wie bei mir. Na, junge Männer? Na ja, war ja bei mir. Okay, so. Jedenfalls immer lustig, immer eine geile Tour. Bomas, ja, hallo. Handmodel oder Delfintrainer bist du, Freddy? Delfintrainer? Sehe ich aus, als ob ich schwimmen kann. So, aber, okay, Freddy. Um jetzt ein bisschen mal den Druck rauszunehmen, ich verrate dir jetzt erstmal, was wir kochen zusammen. Oder was du lernst zu kochen. Und danach fangen wir ganz gemütlich an. Ja, aber jetzt will ich erstmal noch jemanden kurz mal zu uns holen, der uns dann passend zu unserem Essen einen geilen Cocktail macht. Also nochmal den Pierre Zimmermann von Manoli Bar Catering. So Pierre, du musstest ja so ein bisschen umswitchen, ja. Von Vivi auf Freddy. Kurzfristig mal war wieder. War einfach, oder? Ja, war ganz einfach gewesen. Ja. Ist ja einfach beim Rocker, was gibt's beim Rocker, was trinken Rocker? Wir trinken meistens Whisky. Ja, nee, Bier, oder? Tanken ihr Haare mit Whisky, tanken ihr den Körper mit Whisky? Ja, aber dann also, wir machen wir mit Whisky. Alter. Bums. Nee, du warst ja mal früh im Bett. Ich hab, siehst du mal, ich hab jetzt, meine Frau erzählt, dass ich immer der Erste war im Bett, war. Deswegen kann ich gar nicht wissen, was ihr an Whisky getrunken habt. Nee. Also ich persönlich. Wenn ihr kommt, bist du aufgestanden. Ich persönlich, der Exil-Berliner. Hallo Jaus, schönen Gruß nach Arizona. England hat verloren und Trump hat gewonnen. Hä? Okay, das kicken wir, das müssen wir noch mal ein bisschen diskutieren wir noch mal. Das diskutieren wir nachher noch mal aus. Ich hoffe, dass England gewinnt bei der Fußball-Weltmeisterschaft, Europameisterschaft. Für wen bist du eigentlich? Für Italien auf jeden Fall. Also schade gestern, aber ich muss ja nächste Woche nach Italien. Ach so, deshalb? Ja, nicht nur deshalb, aber ich hätte gestern die Ideen eigentlich gegönnt. Ja, ich auch. Aber durch so einen blöden Scheiß
Elfmeter. Ja, kann man nehmen, muss man nicht jedem gerade in so einem Spiel. Hat er ja nur gemacht, deshalb ist es ja nicht so schlimm. Also, wir können ja eh nichts dran ändern. Ja. Latexfrei. Was gibt's denn eigentlich heute bei euch? Ja, also wir machen heute, nee, was, wer gewinnt, was sagst du, Pierre? Wir müssen ja die Europameisterschaft kurz mal abschließen für unseren... Also ich denke mal, dass es Italien machen wird. Auch Italien, okay. So, und du? Also ich persönlich bin, obwohl ich die nicht leihen kann, ich bin für... England, genau. Für Mutterland. Weil die Italiener, die spielen ja Newton-Fußball und so, aber die... Wenn ich den Immobile sehe, ja, wie der sie da hingelegt hat und der war so verletzt, der hat sie dreimal das Bein gebrochen und wo der andere ein Tor geschossen hat, ist aufgestanden und ist weitergerannt. Mit gebrochenem Bein? Ja, da kannst du mal sehen, wie du das besprechen. Er hat simuliert. Naja, ich so geht das aber heutzutage. Ja? Ja. Okay. Ich bin trotzdem für England, dann haben wir das Ding jetzt erstmal so. Ja. Wie bei Italia, Omas Flash. Können wir ein paar Leute sperren im Chat bitte gleich? So, okay. So, dann leg mal los jetzt. Wir fangen oder gerade mal, Pia, weg. Oder was gibt's denn Schönes? Genau, ja. Das wollten wir ja noch. Oh. Was ist das? Und schöne Tomahawk. Kleines Stück Fleischchen von meinem Freddy. Ja. Oder? Kriegen wir ja nicht ab, wahrscheinlich, wa? Guck mal. Mm. Oder? Also den reicht ja gerade mal für mich. Also ja. Kräftiges Stück Fleisch. Und das machen wir beide. Dann machen wir noch ein Petersilienwurzel, also Pastinaken-Kartoffelpüree. Und wir machen uns noch einen schönen Zwiebel, Rotweinzwiebel mit ein bisschen Essig, dass wir noch so ein bisschen Soße haben. Oh. Das schön angerichtet und dann kommt Pia sein Cocktail dazu. Hier gibt es noch einen schönen Mint-Julep dazu als Erfrischung. Also das passt ja wunderbar. Läuft doch heute. Mint-Julep. Schön. Und Bourbon, heute ist der. Zucker, Minze. Heute ist ja auch die Premiere, dass man den Mint-Julep heute auch eben alkoholfrei macht, oder? Hast du da schon einen Plan? Das finde ich immer besonders gut bei dir, alkoholfrei, ja. Ja? Ja. Klasse. Mint-Julep alkoholfrei für mich. Freddy kann ihn vertragen. Ja. Kannst du dich noch an die Story dran erinnern, wo du bei meinem Geburtstag warst? Sei doch einfach ruhig. Da kann ich mehr. Also ich habe einen Pool gekauft. Ich habe einfach nur einen Pool gekauft. Wir haben nur einen Pool gekauft bei dem Geburtstag. Wir haben ein bisschen Alkohol getrunken. Und dann habe ich den Pool gekriegt. Dann haben wir den gefeiert natürlich. Ja. Der Pool, der ist heute noch bei mir. Schwimmt sie super. Ja. Das Jahr danach war ein bisschen schlecht. Ja, musste ich laufen. Genau, ja, also ja. Du warst einfach nicht unterwegs, weil du nur im Pool warst. Sag genau, mal. Sagen wir mal so. Genau. Also Freddy und Alkohol sind immer zwei Persönlichkeiten, die dann auftauchen. Deswegen würde ich sagen, machen wir einen Freddy heute auch einen alkoholfreien. Nein. Okay. Nein. Das haben wir auch schon geklärt heute auf dem Mittag. Habt ihr schon, ja? Ja. Achso, okay. Vielleicht, wenn du einen alkoholfreien kriegst. Okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir fangen jetzt an zu kochen. Jetzt gucken wir mal kurz im Chat noch mal ein bisschen. Vegane Küche? Aha. Heute doch vegane Küche statt Familienduell. Ja, vegan wird es nicht ganz, aber fast. Philipp, wir machen nicht vegan. Wir haben eine kleine Fleischbeilage haben wir bei. Obwohl wir heute hier bei uns schön vegan gegessen haben. Wir haben heute schön Chili Sin Carne, hat der Reik gekocht, war sensationell. Schön mit Reis, mit Avocado, mit ein bisschen Ziegenkäse. Super. Ja, wir haben das Fleisch gefehlt. Ja, das Fleisch gefehlt. Veganen Ziegenkäse haben sie gerade gesagt. Ja, veganer Ziegenkäse war das ja. Naja. Du. So, Marco, das schneiden wir mal kurz raus. Ja, gerne. Vegetarisch heißt es. Gerne. So, okay. So, jetzt aber. Jetzt fangen wir an. Jetzt haben wir lange genug gequatscht. Viel Spaß. Freddy, erstmal Hände waschen, bitte. Okay. Wir müssen noch ein bisschen auf Sauberkeit auch achten hier in ja. der Küche. Oh, sogar warmes Wasser hier. Ja, wohl. Ja, du, wir haben uns keine Kosten und Mühen gescheut. Ja, hast du denn mit zum Abtrocknen? Ja, ich krieg wieder einen blöden Lappen. Hier. Ja. Okay. So, Freddy, pass auf. Psst, könnt ihr bitte leise sein? Man hört das alles. Das ist sehr. Aber Reik, das wird mal ein bisschen ruhig hier. So, pass auf, wir machen das. Wir dann machen kommen das. Die Schnecken, Alter. Guck mal jetzt, komm, ja. Freddy. Wir machen das jetzt so. Hier ist Mülleimer, falls okay. du mal jetzt suchst. Ja. Ich erkläre dir das jetzt alles ganz kurz. Und dann hau ich kurz ab. Das ist blöd, oder was? Wieso? Du kannst ja nicht abhauen. Ja, wir machen das so, dass die Leute das wirklich zu Hause auch nachkochen können. Ja? Also wir erklären das wirklich so. Wo kriegt man denn so ein Ding hier?
Das gibt's beim Fleischhändler des Vertrauens. Den gibt's in jedem gut durchsortierten Supermarkt, kriegst du das. Echt, ja? Ja, okay. Und was also, war das für ein Tier? Na, ein Tomahawk-Tier. Nein, das ist ein ist also Rind. Ich kenne kein Tomahawk-Tier. Das ist Rind praktisch, ist ein Rostbeef mit Knochen noch dran, ja, von, den, von den Rippen. Ach so, das ist die Rippe oder was? Genau. Das ist der Bauch dann? Genau, nee, das ist das Rostbeef. Hier so? Genau, das ist das Rostbeef, nicht der Bauch. Nicht. Nein, wir sehen, was Rostbeef ist, Alter. Gibt das ja ja nicht. Steak, sag einfach Steak. Ein Steak. Genau. Kommt aus dem Arsch. Das müssen wir jetzt, das müssen, nee, Steak kommt aus dem Rücken. Okay. Du hast ja echt wirklich Jacke noch. Nein, Mann, ich kann essen, aber. So, jetzt salzen und zuckern bitte. Wie? Zucker? Ja, wir machen immer ein bisschen, also schön, weil das erste dick ist, das ist jetzt Salz. So, und jetzt kommt ein bisschen, das hat keiner gesagt. Wie macht man das, dann fällt das doch wieder runter. Nein, runter. Jetzt. Salz und Zucker. Beide Seiten? Beide Seiten. Oh, wir brauchen, glaube ich, ein größeres. Reitet? Okay. Nein, musst du, mach mal schön was drauf. Das ist ja doch so süß. Nein, das ist doch Salz. Das ist Zucker. So, okay. Salzen, wir salzen das und wir zuckern. Der Zucker öffnet die Kapillaren, das ist das Ende vom Blutgefäßen. Dadurch können die Würze von außen nach innen gehen. Also immer vorher würzen, egal ob irgendeiner in irgendeiner Kochsendung sagt, wir würzen das Fleisch nachher. Das stimmt nicht. Wir würzen das Fleisch immer vorher. Okay. Weil das ist kein richtig und kein falsch, sondern ihr habt das einfach nur, das schmeckt oder das schmeckt nicht. Und wenn wir vorher würzen, schmeckt das. So. Du hast Ahnung davon. Dann gehen wir mal zum Backofen. Hier stellen wir ein. Muss ich da drauf wissen? Ja, hier stellen wir ein. Wir machen Umluft und stellen hier woran einfach. Woran sieht man Umluft? Warte, gleich zeig dir. Wir stellen ein 55 Grad. Das ist ja kalt. So. Hier siehst du das Zeichen. Muss mal. Hier ist das Umluftzeichen. Ja. Hier ist die Temperatur. Ja. Die 150 Grad wollten wir da ja nicht. Nee, was war denn verkehrt immer? Ja, du warst das. So, 55 Grad. So. Okay. Ja, nein. Wollen wir machen? 55 so. Grad, Backofen. Und hier siehst du, ob der denn hochgeheizt ist. Und da okay. Legen wir jetzt das Fleisch. Da legen wir jetzt das Fleisch drin. Und dann werden wir das nachher, in einer Stunde ungefähr. Stunde sind wir fertig. So lange kochen wir. Genau. Jetzt hol mal das Fleisch. Kannst du ruhig anfassen? Mit hier rauflegen einfach. Ja, ja, rauflegen. Leg mit Teller? Nee, ohne. Einfach rauflegen. Oh, schön ist, oder? Also. Guck doch mal, wie schön das aussieht. Ja, also ich finde. Ah! So, jetzt haben wir natürlich. Ey, warum springt das immer auf? Achso, ich weiß warum. Warum? Weil ich uns ärgern will. So, okay. Dann ist ja wieder? Nee, 55 steht er da. Nee, 150. Wo denn? Da unten. Haben wir gehen von der AEG hier? Ja, ich ruf gleich mal ihn an. Ey. Warte mal, warte mal. Ich habe jetzt eine andere Idee, Freddy. Ah, hast du eine App oder ich was? Ich habe eine App. Ich mache das jetzt über eine App. Ja. Ehrlich jetzt? Einfach. Ehrlich jetzt? Ich mache jetzt, mach das einfach über eine App. Und in der Zeit, wo das Fleisch denn, das kann ja ruhig eine Stunde drin sein. Dann können wir uns um unsere Beilagen kümmern. Aber warum das jetzt nicht funktioniert, das ist ja. Das machen wir mit der App. So, okay. Zack. Wir wollen jetzt, wir machen erstmal eine Pause. Wir stoppen das Programm. Wir wollen Heißluft. Wir sollen das Handy aus der Hosentasche nehmen. Gradzahl sind 55 Grad. Und jetzt machen wir Play. Hier. 55 Grad. Läuft. Kann ich dir mal kurz in die Kamera halten? Hier? Alter, da sitze ich beim Schnitzelkönig und hab zu Hause einen Backofen und. Ey, der muss mal den Schnitzel mit Kamera, machen. Freddy, kick da mal, mit Kamera. Das später. Das wird geil. Das ist absolut geil. Nee, nochmal, Marco, zeig das jetzt. Kick hier, mit Kamera. Da kannst du jetzt, wenn du ja draußen bist, kannst du. Genau, wenn du jetzt in dem Pool liegst, dann kickst du immer nach dem Fleisch. Das ist ja der Hammer. Super ist das. So. Okay, Fleisch läuft. Jetzt fangen wir mal an, die Dinger hier zu schälen. Was sind denn das? Das sind Petersilien, Wurzeln, Pastinaken. Petersil, also Petersilie kenne ich als grün. Petersilien, Wurzel. Das ist die Wurzel davon. Echt?
Genau, guck mal so. So schälst du das jetzt? Und das machst du gut. So, gib mal hier. So, dann kann ich das ja schon mal hier ein bisschen. Mach ein bisschen Ordnung hier schon mal. Guck mal, kann er ja schon ein bisschen Ordnung machen. So. Soll ich dir mal sagen, wie meine Oma das immer gemacht hat? Zeig mal. Schneller einfach. Alter! Ja, so sieht doch gut aus. Sieht gut aus. Und ich werde das hier drüben dann. Ich werde das hier drüben dann einfach schon mal clean schneiden. Ja, wir haben ja Zeit, Freddy. Echt, ja? So, erzähl doch mal, du bist ja auch bei. Du bist ja auch bei Twitch auch. Ja. Und hast da auch einen Kanal. Und worum jetzt da bei dir? Auch um Kochen oder? Ja, Alter! Ich kann doch nicht vom Kochen erzählen, weil ich davon keine Ahnung habe, Junge. Ja. Nee, bei mir geht es eigentlich nur ums Backland. Ja? Also ich habe ja viele Freunde, so die ich eingeladen habe, Interviews gemacht habe. Und dann gehe ich eigentlich mit meinem Freund Schöni. Ja. Nehmen wir dienstags immer live. Aber der ist jetzt im Urlaub, wir haben jetzt eine Sommerpause. Ach, das könnt ihr euch leisten, ja? Also, wir können uns das leisten. Eure Zuschauer praktisch? Die sind verwöhnt. Die sind verwöhnt. Soll ich sowas ummachen? Die kommen ja nicht um die Ecke hier. Nee, mach mal alles, komm. Das passt schon. Na, jedenfalls, irgendwann, du weißt ja, wie das ist. Man kann sie auch in der Ecke sitzen und warten, bis jemand kommt. Ja, richtig. Weißt du? Und dann bist du auf die Idee gekommen? Nein, ich nicht, aber ein sehr guter Freund, der hat mir mal so eingerichtet, auch wegen Interviews machen, der hat die aufgenommen und ja. Dann habe ich mit Sophia Tomalla, mit Axel Schulz, mit von der Extremo Specki, dann Basti von Knockator, also alles so was musikmäßig so drauf ist. Ah, Sophia auch, ja, die warten mal. Die singt doch auch in der Dusche. Ah, so. Okay. Warst du noch nicht bei? Nee. Ja, da fehlt dir was, nee, Junge. Nee, wir haben öfter schon mal zusammen gesungen, nicht unter der Dusche. Ja, nein, ich gehe lieber mit meiner Frau duschen, wenn überhaupt, und hör mir die Singen. Ja, nein. Aber, das ist ja, also liebe, so ein bisschen Prominente, die da so ja. Ein bisschen das alles so ein bisschen vorantreiben. Ja. Wer war noch da? Zwei Martinek oder Martinek, was? Der hat zum Beispiel, haben wir jetzt eine Lesung von Till Lindemann. Wer ist das? Ach so, ja. Ich bin ja genauso wie du eine wenig kochen kannst, hab ich Ahnung von Rockmusik. So, Till ist der Frontsänger von Rammstein, Mann. Das ist der Ex von Sophia. Ah, so. Also, da gibt's nicht nur ein. Also nicht nee. Der Hintersänger, sondern der Frontsänger, der vorne singt. Oder ja, was? So. Und Martinek hat dann im Blackland. Der Schauspieler, der Clown früher. Der Clown, genau. Der hat, darf ich mal zu Ende erzählen? Ja. Quatsch mir mal ein Wort hier. Der hat von Till Lindemann seine Gedichte, Stille Nächte oder. Aha. Ja, ich glaube. Die hat er dann bei mir vorgelesen. Ah, okay. So, habt ihr gestreamt auch? Haben wir gestreamt. Okay. So, weißt du? Und ja, alles gut soweit. Und ich habe ja jetzt nur noch erstmal von Donnerstag offen. In ja. Blackland. Weil Fußball-Weltmeisterschaft, Europameisterschaft war ja nicht so doll, weil nee. Die Deutschen so früh rausgeflogen sind. Naja, nicht nur deswegen. Du, ich habe ja die ersten Spiele fing ja um 15 Uhr an. Ja. Wer da gesessen? Da geht noch keiner. Ecke. Keiner ist halt. Doch, Ecke war da. Du warst da. Okay. Aber hauptsächlich machst du ja den Stream im Endeffekt später dann auch dafür, dass wenn du Live-Bands hast, genau. Ja, die sind Open Stage, das ja. Ist Weltbekannte, was ich jetzt auch neulich erst erfahren habe. Ja. Open Stage, dass die Leute da hinkommen, die können dann, der eine spielt Gitarre, trägt sie in der Liste ein, der andere Blockflöte, ja. Schlagzeug. Ja. Bis eine Band zusammen ist, also dass die gestreamt wird und die Leute sehen, ah, guck mal, das ist ja geil, der kann ja, ja geil singen, den lade ich mal ein zu Deutschland genau. Sucht den Superstar zum Beispiel, ja. Oder? Ja. Kann ja auch sein, dass die Leute entdeckt werden dann. Ja. Nee, da haben sie schon ein paar Bands. Ich mache das jetzt 8 Jahre Open Stage. Da haben sie schon Bands gefunden, ja? Da also haben sie schon Bands zusammengefunden. Ah, cool. Also untereinander. Also es sind auch noch zum guten Zweck. Ja, und das ist diesen Samstag. Ah. Haben wir wieder Open Stage und dann mache ich wieder live.
auf dem Blackland-Kanal, also Blackland-Stream. Ah, und der andere, was ist das? Aber machst du das nicht alle darüber, oder? Wie? Na, den anderen Live-Dinger auch? Machst du das nicht auch? Nee, ich habe ja noch einen YouTube-Kanal. Ach, ohne. Und die beide mal gleichzeitig. Also, okay. Ich streame auf Twitch und YouTube. Bei YouTube ist immer eine Latenz. Mhm. Weil die das alle checken, wa? Weil die das alle zensieren. Ja. Dass er keine Nackig-Texte singen oder irgendwie sowas. Na, wir haben ja einen Charity gemacht mit Frank Zander hier. Ja. Ich mache zum Beispiel jedes Jahr einmal ein Charity für Frank Zander, seinen Obdachlosen. Essen da, das Gänseessen zu Weihnachten. Und letztes Jahr ging leider durch die Pandemie, ging es leider nur, dass wir das online gemacht haben. Ja. So. Wie ist denn der Frank? Nee. Das ist eine Petersilienwurzel, Pastinake. Und das hier, Freddy, das ist ein Rettich. Ein Rettich? Ja. Und was macht der Rettich? Oh, ich mach mehr Rettich. Ich mach dran. Ja, toll. Das ist ein Zeug, was sich manche unter den Augenlider schmieren, wenn sie am nächsten Tag arbeiten müssen und aussehen wollen, dass, als wenn sie krank sind. Genau, die sind das. Ja. So, Freddy, jetzt machen wir mal das Brett sauber, bitte. Das kannst du hier in Müll machen. Warte, ich hol mal den Müll einmal her. So. Super. Also, guckt ihr das an. Also, wenn der Waldi manchmal gekocht hat, sah das schlimmer aus, muss ich jetzt mal wirklich ehrlich mal sagen. Naja, du weißt ja, wir haben ja schon mal bei eurem Battle irgendwas da. Ach so, da, ja. Da habt ihr mir Dose so geholt. Genau, da haben wir Freddy geholt und ich konnte aussuchen, was Walde kocht und Walde musste Sushi machen, aber durfte das nicht alleine machen, sondern durfte ich sollte nur, das machen. Durfte das Alter, nur mit ich Freddy hab geklebt. So, okay. Jetzt machen wir mal hier die... Das müssen wir jetzt aktivieren. Aktivieren ist mit Salz und Zucker marinieren praktisch. Und Salz zieht dem Gemüse die Flüssigkeit raus und der Zucker neutralisiert den Salzgeschmack und Zucker ist natürlich ein natürlicher Geschmacksträger. Aber Zucker macht doch dick. Wer sagt das? Wer sagt das? Dein Avon-Berater oder wer sagt das? Mit dem Rot wäre es auch bescheid. Kriegt denn der Bomas auch zu? Wer? Ja. Bomas, ich weiß nicht. Du hast letztes Mal hier einen Kaffee stehen lassen. Ich weiß nicht, ob der jetzt noch gut ist. Soll ich den wegschmeißen oder kann ich den. Ist das Kunst oder kann das weg? Dein Kaffee von letztes Mal. Keine Werbung? Kaffee steht drauf. Ich lass den mal hier stehen. Kannst du ja mal antworten, denn. Kann man hier auch rauchen? Hier kannst du rauchen, ja. Wo denn? Na, wenn wir fertig sind, draußen. So, also jetzt mal schön ein bisschen massiert mal ein bisschen ein. Zucker ist gut gegen Zähne. Genau, Zucker ist gut gegen Zähne. So viel habe ich ja auch nicht mehr. Massier mal jetzt hier ein bisschen ein, bitte. Wie massieren, was einmassieren? Ja, so, stellst du dir vor? Nee, das will ich jetzt nicht hören. Eins müssen wir nochmal machen. Wir müssen jetzt mal den Sven Siebert müssen wir jetzt mal zu seinem Hochzeitstag gratulieren. Hey, genau. Svenny! Jan Borsen Geno, Svenny! Ja. Ganz großes Kino. Alles Gute. Und schöne Grüße an deine Frau auch. Genau. Nicht wenn dir langweilig ist, kommst du einfach her. Nee, bleib bloß da. So, die Dorfschönste ist auch da. Wer ist das? Heringsdorf ist in der Haus. Gruß an Freddy und Heiko. Hallo Toffi, grüß dich. Die Dorfschönste. Ja. Sören Lange ist auch da. Hallo Sören. Grüß dich. Sören ist im Harz. Sören musste aus Berlin raus. So schlimm? Ja, der muss aus Berlin raus und ist in Harz geflüchtet. Aber ja, Sören, wir haben das jetzt verraten, jetzt werden viele Leute sich bei dir melden. Dr. Meier, Dr. Meier, ein kleiner Applaus für den Dr. Meier. Nee, ich muss massieren, Dr. Meier. Dr. Meier, seine Oma ist heute gestorben und deswegen nochmal herzliches Beileid. Ja. 94 Jahre ist die alte Dame geworden. Cool, das Alter. Ja, super Alter, muss man auch mal gesagt haben. Ja. Haben alte Bilder von ihr gesehen und er sagt, er sieht genauso gut aus wie sie früher. Aber ich kenne Dr. Meier nicht, oder? Doch. Wer ist denn schon, wie wirkt sie hier in der Dr. Meier? Dr. Meier.
Der größte Baulude, der hier im Berlin... Ah, alles klar, Dr. Meier, jetzt will ich. Der in Berlin hier rum. Genau, der mit die großen Halle, ne? Genau. Ja. Wo er den ganzen Winter hier rumgesessen hat und ich muss eine Halle bauen. Genau. Alter, ich stehe immer noch nicht. So, liebe Grüße aus Pazau, wir haben hängt immer. So, dann liegt es so... Ja, das liegt am euren Internet. Aber wir können jetzt mal, ich würde mal sagen, jetzt ist es an der Zeit... Jetzt ist es an der Zeit. Ich wollte jetzt mal den jüngsten Zuschauer endlich mal grüßen, nach Lenny. Also Lenny ist der zweitjüngste. Hallo Lenny, grüß dich, wenn du noch zugucken darfst. Dr. Meier macht links. Lenny, der Papa kommt bald nach Hause. Ich weiß, das ist ungewohnt, dass ich so spät immer nach Hause komme. Da, der Anstifter. Genau, wunderschön. Schlanker Freddy-Bärchen. Du kleines hässliches Weibchen, du. So, massier mal so, als wenn du Svenny massierst. Mach mal weiter. So, also, können wir den jüngsten Zuschauer jetzt grüßen in Bad Saro, ja oder nein? Guckt der noch zu oder nicht? Sehr ein lange Ja. Also, sind die alle in Bad Saro jetzt hingezogen oder was? Saint-Tropez. Hallo, wunderschönen, schlanker Freddy. Gut. Okay, na dann, Marco, meinst du nicht? Nee, ist noch nicht. Nee? Was ist denn, was wart ihr denn? Und was wartet ihr denn? Wir hacken hier so ein paar Sachen aus nebenbei noch, ja, mein Freund? Ja. So, okay, Gastro.de grüßt. Wer ist das? Jimi Hendrix oder was? Was soll das sein? Okay, Freddy, wir haben jetzt alle gegrüßt, haben alle so gesagt, jetzt können wir uns wieder aufs... wie gefühlvoll der zarte Freddy ist. Meinst du beim Massieren oder was? Ja. Ey, aber das ist doch nicht so lange, Mensch. Mann. Was denn jetzt? Das ist ja durch jetzt schon fast. Wie durch? So, okay, Freddy, wir machen weiter. Jetzt gucken wir erstmal nach unser Fleisch, aber wir sind so geil, wir brauchen einfach darüber gucken. Marco hat das an, ja, super. Super, sieht geil aus. Ja. Sieht richtig. Wir sind Papa. Ist wirklich cool. So, wir sind Papa. Also, jetzt grüßen wir mal unseren jüngsten Zuschauer, den Louis. Und jetzt bitten wir mal den Papa nach vorne. Ein kleiner Applaus für unseren Marco. Danke, Heiko. Blauwal sagt zum weißen Delfin, gute Nacht. Hey! Ja, Luis, der Papa muss hier noch richtig ackern. Er kommt oben ein bisschen später nach Hause, ist wieder China-Ersatzverkehr nach Bad Saro. Kann sein, dass du da schon schläfst. Aber trotzdem, schön, dass du zuschaust. Schönen Gruß von Onkel Heiko und von Onkel Freddy. Und jetzt aber ab im Bett hier. Aber genau, der Sandmann. Alter. Der Sandmann ist zu da. Zu wem hast du das jetzt gesagt? Na, zu die Bäder da. Achso, ich dachte zu Svenny. Na, der liegt doch schon, oder? Ab, weiß ich nicht. Hat Folie mitgenommen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. So, okay. Ja. Spaß beiseite. Genau. Willst du erst flennen oder willst du erst Kartoffeln schälen? Was ich hab dir gesagt, ich will keine Kartoffeln schälen. Naja, was du mir sagst, wir brauchen nur nicht alle. Ich beruhige mich, wir brauchen alle. Du kannst zwei hier drin liegen lassen. Alter, so, los. Du bescheuert, oder? Mach doch mal, wir müssen uns beeilen. Ich baue in der Zeit schon mal. Ja, du baust. Ich baue in der Zeit schon mal den sensationellen. Wir machen natürlich. Marco ist sehr transparent. Ja? Christine, danke. Hey. Hallo. Was hat er vor? Svenny, meinst du? Folie schützt vor Schwangerschaft nicht. Genau, ich baue jetzt mal auf. Weil viele fragen immer, ja, wir haben einen Thermomix zu Hause. Ist keine Werbesendung. Wir kochen jetzt aber, weil wir müssen das so ein bisschen mit dem Thermomix machen, weil Freddy nicht so viel kann. Ich habe auch einen Thermomix. Der kann nicht so viel. Dann machen wir jetzt mal unseren Kartoffel-Pastinakenpüree machen wir im Thermomix. Kartoffel-Pastinakenpüree. Wer frisst denn sowas? Ey. Ehrlich. Wer kommt noch so? Eben haben wir gesagt, da kicken Kinder zu und jetzt sagst du, wer frisst denn so? Nein, hab ich gar nie gesagt. Wir machen ja hier keine Hundefuttersendung. Naja, aber das hört sich was so an. Kick mal hier, Freddy. Passt die Dingers da, Bumster. Passt die Naken, ist Petersilienwurzel, mein Freund. Alter, grausen Tisch, komm, hier Steckdosen. Ich war ja auch schon mal bei euch.
bei euch im Clubhaus. Ja. Und da hat der einer gekocht, der ja. hat richtig geilen Spargel gemacht. Ja, gut. Warum hast denn du denn nicht? Oder hat der mehr so zur Gastronomie so eine Affinität? Hab ich doch keine Ahnung. Der hatte vielleicht eine gute Mutter gehabt oder einen geilen Vater, eine gute Mutter oder einen geilen Vater? Na, wir singen doch nicht. Der redet nicht mit Essen zu tun irgendwie. Naja, aber du, ich musste morgens mit 11 Jahren morgens um 3 Uhr aufstehen, weil mein alter Hacke war und meine Mutter alleine im Kuhstall gearbeitet hat. Also war ich der Größte und so. Morgens um 3 Uhr aufstehen und Kühe melken. Und dann zur Schule. Und dann sollst du noch was lernen, Alter. Naja. War das früher so, ja? Ja, leider da, wo ich herkomme, ja. Wo kommst du her? Ich komme direkt aus Wustrau, Altfriesack, bei Neuruppin. Ah. Kann ich die Großen nehmen? Auch schön da. Das ist sehr schön. Neuruppin ist schön, das ist Mecklenburg-Vorpommern, ist das jetzt, glaube ich, oder? Das ist Brandenburg, Alter. Das ist aber ganz doll Brandenburg. Geometrie halt so ein bisschen. Ja, da war ich gut, Alter, da war ich gut. Geometrie war ich Kreide holen, glaube ich. Ja, ich durfte in der ersten schon rauchen. Genau. Nach Melken. Hattest du echt so eine belebende Kindheit, sag ich jetzt ja, mal? Ja, also ich meine. Schlimm nicht, sondern auch, belebend, sag ich jetzt einfach. Ja, ich komm ja vom Dorf. Aber dann habt ihr ja Haus geschlachtet und dann habt ja, ihr. Ja, Schweine haben wir geschlachtet. Ja, wenn der alte mal nüchtern war, hat auch mal ein Schwein abgestochen. Ach du Scheiße. Luis im Bett jetzt schon oder was? Jetzt. Was ist da los hier? Schwein abgestochen. Wer hat was abgestochen? Schwamm auswaschen. Was? Schwamm auswaschen? Was für ein Schwamm auswaschen? Oh Mann, ich glaube, unsere paar Leute von uns nehmen auch Drogen hier, Freddy. Ey, wieso auch? Nimmst du auch welche? Nee, nicht. Ja, ich auch nicht. So, also, wir arbeiten heute mit dem Thermomix. Reichen die? Weil Freddy ja auch einen hat. Ja, Philipp, bei uns unten am Boden. Achso, bei Freddy meinst du, weil er so viel runterfällt. Also ja, wir schon wir haben hier einmal hier. Heiko, ist hier was runtergefallen? Nee, hier ist echt ja nicht, wirklich. Also erzählt ihr nicht hier. Macht nicht den Freddy sauer, sag ich euch. Gibt ja auch ja nicht. So, okay. Streck mich ja an, ich kann ja. Ey. Pastinaken, Kartoffeln. Hauptsache sieht das keine Rolle, da muss ich nur noch Kartoffeln schälen. Vor allen Dingen, können wir uns auch auf ein anderes Vokabular einigen? Olle. Was ist eine Olle? Hauptsache sieht das keine nette schön. Frau. Ja, geht doch mit dir. Ja, man muss den Freddy bloß ein bisschen zurechtweisen. Nicht weisen, ja. Sondern so sagen, dass das halt nicht schön ist. Also, das ist nicht schön? Aber das, naja, Olle. Ich bin ja nicht anders groß geworden. Wie eine Olle. Wenn denn so eine Truppenteile, wo ich herkomme. Da sagt man Olle oder was, ja? Reicht das? Ja, reicht. Aber die machen wir noch, die nehme ich dann mit nach Hause geschält. Wer wird der Beruf, Alter, oder was? So, hier gleich wieder sauber machen, bitte. Die Bessie noch für ein Business Lunch, genau. Freddy, du machst das echt gut. Wirklich, man merkt, dass du richtig Bock hast auch auf Kochen, auf jeden Fall. Ich habe mich einen ganzen Tag drauf gefreut. Ganz ehrlich. Naja, aber ist doch gut. Ist ja noch nichts Negatives passiert, oder? Naja. Darf man sowas überhaupt noch sagen? Nein. Ist nichts Schlimmes passiert, eigentlich. Ich erwische mir jedes Mal, dass ich sowas komisch sage. So, alles schön sauber, nicht runtergefallen. Hast du super gemacht. Als einer wieder hier was Blödes erzählt. Ja, und wenn, ist ja auch scheißegal. Oder hast du hinterm Herd ohne Kamera hier? Überall. Ja. Toilette auch. Ja, die Seife. Ach, so. So, Freddy, geh mal hier. Jetzt schneidest du mal. Nee, schneid mit. Mit was denn? Ja, warte doch. Mit das hier? So, Kim, dann schneidest du das einfach so durch. Na, du machst das doch sehr gut, finde ich. Cindy, kannst du Pflaster holen, bitte? Für Freddy? Schon. Ja, geht mal. Super. Du kannst auch. Soll ich das fertig machen? Ja. Alles komm, ich mach das. Ist ja gefährlich hier, Alter. Die Sauerei hat keiner Bock hier, wa? Nee. So, für alle, die das erste Mal zuschauen, Freddy ist nicht immer da, ihr müsst immer mit mir vorlieb nehmen. Ja. Freddy ist heute unser Gast. Ich bin mal Gast. Freddy kriegt heute seinen ersten Kochkurs, den wir natürlich dann auch bewerten. Wir müssen das abschmecken, wir müssen das probieren. Und wir haben ein Gewinnspiel. Ich stelle eine Frage oder eine Antwort gibst du irgendwie und aus diesem Gewinnspiel, aus diesen Fragen, Antworten,
stellen wir nachher eine Frage. Und was können denn die eigentlich gewinnen, die Gewinner? Also von mir kriegen sie auf jeden Fall ein Blackland-T-Shirt. Blackland-T-Shirt? Das ist aus unserer Pandemie-Zeit. Mit dem Blackland-Zeichen und dem Virus. Und hinten steht Jan Fett drauf. Heik vergessen. Warum schreibt man denn Heik vergessen auf dem Rücken? Ja, das da ich jetzt auch gerade. Warte mal, was steht da drauf? Na ja, fuck Corona. Wirklich. Ja, nee, da steht drauf, verpisst euch oder so. Jedenfalls anders. Nee, irgendwas dahin. Mann, da steht auf jeden Fall ganz groß was drauf. Mann, ich kann ja nicht alles im Kopf haben, Alter. Ich bin schon älterer Herr. Sieht man mir zwar nicht an. Du schreibst deinen Gästen auf dem Rücken, verpisst euch? Nein, da steht doch nicht. Nein, da steht. Ach, Mann, ja, ey, ey, warte mal, ich rufe jemand an. Nee, lass, das kriegen wir ja raus. Jedenfalls, Freddy hat ein schönes. Freddy wird sich wahrscheinlich. Auf keinen Fall. Doch, wird er machen. Also, Freddy gibt T-Shirt. Die Größe müsst ihr uns dann schicken. Ja. Da gibt es nachher eine E-Mail-Adresse noch. Ja. Und Freddy lädt noch diejenigen, die gewinnen, lädt er noch mal zu so einer schönen, wenn ihr wieder Live-Bands hast, dann lädst du die noch mal ein bei dir, oder, Freddy? Zur Live-Band. Wenn du Live-Band hast, lädst du die mal ein. Ja, klar. Kost und Logis. Da bist du Anfahrt, blöd, oder was? Hotelzimmer. Nein, die natürlich. Die sind international. Nicht. Hallo. Lieber Corona als. Uniona steht. Nein, steht auch nicht da. Aber da steht. Da steht ja, XS, ja, ich hab auch XS. Genau. Hab ich mal angehabt, das ging bis hier. Ungefähr. Also, jeder kriegt ein T-Shirt und jeder darf da zu Freddy mal, wenn ein geiles Live-Konzert ist, vorbeikommen. Ja. Könnt da schön im Backstage sitzen, da war Nein. Schon im Backstage. Heiko, hör mal jetzt eigentlich auf hier, du koch hier deine Suppe oder das Jut. Ja, wir müssen nicht da ein bisschen attraktiv machen. Ja, ich kann machen. Ja nicht. Dann schalten die gleich alle ab, wenn du das hier nicht. Dann krieg ich auch ein T-Shirt. Und du lädst sie ein, wenigstens vorne. Los, vorne eine Eintrittskarte, vorne machst du klar. Alter, hier dreht ich im. Hallo, ja, okay. Wer gerne kommen will, ja. Die erste Runde geht auf Haus. Ich meine die Tür hier, die bezahle ich. Die erste Runde. Der Eintritt. Aber alles. Höchstens zwei Leute, nicht, dass er gleich mit dem Bus kommt. Endlich zu Hause. Cool. Alles klar, so machen wir das. Wer ist zu Hause? Na, der Drei-Sterne-Koch. Der kommt, ist bestimmt gerade, hat gerade Feierabend gehabt und jetzt ist er endlich zu Hause. Ihr habt einen Drei-Sterne-Koch. Und Berlin-Alexanderplatz, das finden sie alle gut. Cool. Also die Frage kommt dann noch und wir reden drüber. T-Shirt und ein Bierchen hört sich gut an und ein Eintritt. Da geht's schon los. Wenn er Anreise bezahlt, komm ich rum. Klar. Wer ist denn Jaus, wa? Ja, der kommt aus Arizona. Und der Bengel fliegt nur Business Class. Jaus, ich verrate dir die Frage. Ich sag dir das nachher. Hey, nicht Achte weiter, auf meine Alter. Augen. Okay. Freddy, weiter jetzt. Komm, jetzt müssen wir hier würzen. Wir haben jetzt hier unser. Marco? Haben wir schon was? Nee, haben wir schon Zucker drin gemacht? Kartoffeln und Pastinaken haben wir da jetzt drin. Pastinaken, die werden wir jetzt im Thermomix werden wir die kochen, weil das geiler ist. Das Ding machen wir jetzt an, lassen das kochen. Wir müssen uns ein bisschen beeilen auch, du quatschst zu viel. Machen wir an und beim Kochen, das brauchen wir jetzt ja nicht drum kümmern. Okay, das hört sich gut an. Genau, also ein bisschen Salz machen wir noch drin, ein bisschen Zucker. Hier da, ja? Ja. Du sagst halt. Ja. Machen wir noch. Nochmal, ja? Ja, nochmal. Bisschen Pfeffer. Findest du nicht ein bisschen. Bisschen Pfeffer. Das reicht aber, oder? Ja, das reicht. Das reicht. Das so. Du bist ja immer noch da. Pass mal auf, wir müssen das jetzt ein bisschen. Wir müssen das jetzt Deckel rauf und dann muss das hier losgehen. Muss jetzt richtig losgehen, wie böse Kind. Pass mal auf. So. Zack. Jetzt rühren wir erstmal. Zeit müssen wir einstellen. Und Temperatur. Alter. Volle Kanne. Jetzt eine Stunde brüht der, ja? Jetzt kommt ein bisschen. Nee, Stunde Milch. Schauen wir nicht. Aber das machen wir ein bisschen Milch drin. Oder Sahne ist das mehr. Ja. Schluck Sahne. Hast du genau. Haben wir genau abgewogen. Einwandfrei. Cool. Was ist denn deine Waage? Die ist ja auch drin, aber muss ich jetzt zum Programm wieder wechseln. Okay. Also. Dann stellen wir das Ding jetzt mal beiseite. Das kann er jetzt vor sich hindümpeln hier. Ja. So. Okay. Freddy, das nächste ist, wir machen jetzt richtig schöne Rotweinschalotten mit ein bisschen Essig, bisschen Zucker, bisschen, was das auch immer ist hier, Curry oder was ist das? Na, das machen wir ran. Und dann lassen wir das so ein bisschen einkochen. Und dann haben wir einen richtig geilen Geschmack. So, Freddy, jetzt müssen wir erstmal Schalotten schneiden. Ja, warum muss ich mal das ja runter? Ja, weil du bist dann der Azubi. Nein. Hier, immer so. Ja.
Dann immer so. Und dann gebe ich so rüber. Nee, du schneidest die immer. Ach so. Ich zeig dir das eben mal. Jetzt pillen wir das ab. Also. Warte doch mal. Nein, halt. Jetzt, ich zeig dir das jetzt erstmal, wie man das schneidet. Ja, schneidest du erstmal eben mal so ein. Haben wir Pflaster hier jetzt schon, oder? Hast du dir natürlich auch gleich wieder so eine Schwanzverlängerung besorgt hier? Das ist die größte Messer, was hier rumliegt. Alter, ich grabe zu Hause, da schneidest du mit den Kleinhauserin, drehst du mit. Hier, hier, so. Ja, klar. Was mit dir nicht richtig, Alter? Ja, und so möchte ich gerne auf einen Haufen denn haben. So, okay. Was ist mit dem da? Na, das können wir auch schneiden. So, meinst du, soll ich dir noch mal zeigen? Der bleibt ja hier. Spaß. So. Oh. Na toll. Ich dachte ja, nächstes Mal sage ich nicht nochmal ja. Na, nächstes Mal lade ich dir aus einem ganz anderen Grund ein. Ich kann das ja nicht sehen, Alter. Oh. 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 Ja, so ist gut. So, und ich kann ja in der Zeit erstmal Brust sagen. Ich freue mich natürlich auf nächste Woche. Nächste Woche ist die 25. Sendung. Da seid ihr alle hier. Ja, also jeder, der hierher kommen will, kann herkommen. Und haben wir bestimmt ein paar Überraschungen, die ich jetzt noch nicht verraten darf. Ich bin nicht da, ich bin nicht da. Ach, du hast was zu trinken. Ja. Ja. Achso, willst du was trinken, Freddy? Na, ihr habt ja nicht mehr den Saufe. Doch. Tino, machst du ein Wasser für Freddy? Ja, ein Wasser. Ihr habt ja nichts, was ich trinke. Alter, ist das gefährlich. Ein alkoholfreies Bier haben wir da. Willst du ein alkoholfreies Bier? Ich trinke gar kein Bier. Ach so. Melonenbrause? Nee, bring mal eine Melonenbrause. Ich krieg ja nachher hier von. Ja, mach dir ein schönes Ding. Von Bär. So. Hier nochmal so rein. Nee. Komm, das lass mal weg. Das ja, rein. Ein die Jalotten. Eine noch. Eine müssen wir noch machen. Hier, dann kann man den Dreck wegmachen. Also sieht schon sehr professionell aus, wie du das machst. Also. So, pass mal auf, ich kick jetzt mal. Was der Ofen macht. Kickt auf Handy, Alter. Ey, was ist das? Flasche. So, pass auf, wir kicken jetzt mal hier in unseren. Danke, mein Freund. Zum Wohle. Guck mal hier. Und das mache ich jetzt so. Das schicke ich dir jetzt. Guck mal, hier siehst du das Fleisch. Und ich werde dir das jetzt einfach per WhatsApp schicken, das Bild, dass du mal was für zu Hause hast. Cool. Freddy? Heute gibt es Fleisch. So, guck, hast du ein schönes Bild von mir gekriegt? Geil. 55 Grad, Fleisch sieht gut aus. Wo kriegt man denn so ein Herd her? Ist das Zukunft, oder? Das ist die Zukunft, ja. Das ist, echt, ja? Das ist ein sehr moderner, wir dürfen ja nicht so viel Werbung machen, in dem Fall ist es aber AEG. Hey? Hier, guck mal. Ach, steht ja da oben. Naja, ich hatte keine Brille auf. Haben wir minimal rangeschrieben, dass das ja. Auch jeder weiß, dass das von AEG ist. Ist hier auch so warm, Freddy? Ey. Ich schwitze wie eine Sau. Ich hab hier einen Klatschen mit einem nassen Rücken. Ja. Mann, ey. Ich hab eine viel bessere Maschine zu Hause. Warum? Verschieben Sie um 2 Stunden. Was ist denn eigentlich? Ja, reicht. Komm. Nee. Wenn du das so machst, dann zerstörst du die Cindy. Hast du doch auch gemacht. Der durfte doch nicht. Wer ist denn der? Na du hast doch nur da rumgehackt. So, ja, aber das ist ja bei mir was anderes. So, pass mal auf, zeig dir das nochmal. Ja, das habe ich vergessen, ja, stimmt. So, immer, dann machst du so. Ja, die haben früher schon zu mir gesagt, wer nix wird, hoppla. Hast du gerade gerülpst, ey? Nein. Wird. AEG hat auch eine Klimaanlage im Sortiment. Ja.
AEG hat eine Klimaanlage im Sortiment. Ah, da ist er ja, unser. Danke, der AEG My Kitchen App hat Heiko alles unter Kontrolle. Richtig. Was für My Kitchen? Ja, die App heißt AEG My Kitchen App. Ja, ich weiß ja, dass, wir eine, dass es Klimaanlagen gibt von AEG, aber wenn die, wenn die in irgendeinem Auto liegen, wo was in der Werkstatt ist, ich glaube, alle AEG-Autos sind alle kaputt. Machen die Autos auch? Naja, kaputt, ja. Da liegt das im Wärme inne. Wir kriegen ja von AEG eine Klimaanlage, die hätten wir uns BD hier schön hingestellt. Hätten. Ist leider kaputt. Im Auto liegt sie hinten drin. Defekt. Und Auto, den Herd Auto muss defekt, so, nur den Auto defekt. Den Herd musst du auch schon mit dem Finger. Das ist richtig kaputt, das Ding. Anmachen. Hast du keine App oder was? Ohne alles. Ey. So, komm her, Freddy, jetzt. Mach mal. Na, du mit so einem. Was soll ich denn da machen? Jetzt machen wir ein bisschen. Jetzt karamellisieren wir ein bisschen Zucker. Wisst ihr, was karamellisieren ist? Zucker hat eine sehr hohe Temperatur. Das müssen wir natürlich jetzt auch schön umrühren. Du musst das machen. Wir machen einen Schluck Wasser drin, dann karamellisiert das besser. Das ist ein richtig alter Trick. Ein richtig alter Patisserie-Trick. Patte was? Patisserie. Alter, kann der Rede einfach Deutsch mit mir. Na, Pathologie-Trick ist das. So, krieg mal an jetzt. Sieht man das in der Kamera so ein bisschen? Das haben wir hier. Irgendjemand ist im Licht. Freddy, du bist im Licht? Nee, so ist gut. Ich warte. So, Kreuz, hast du ein neues Esszimmer bekommen? Warte. René, wird morgen angeliefert. Montag. Montag. Morgen habe ich gelesen. Da kocht was. Hör um jetzt. Na, mach ich. Sollen wir nicht ausmachen? Nee. Wir wollen ja karamellisieren. Naja, aber ich hab das mal mit dem Rosenkohl kennengelernt. Nee, ich wollte. Da hat ja wir da, ne? Super bei 28 Grad und Regen passt super. Einmal zwei. Ja. So, was denn los hier? Wann müssen wir. Sollen wir weitermachen? Naja, weiter. Da ist ja alles drin, nur Wasser. Nee, da ist Zuckerwasser drin und das Wasser verdampft jetzt und demzufolge wird der Zucker karamellisiert. Aber der bleibt drin, oder was? Ja, Zucker bleibt drin und dann wird er ein bisschen karamellisiert. Und dann löschen wir den mit ein bisschen Weißwein ab. Löschen hat mir mit ein bisschen Balsamico-Essig. Löschen hat mir gefallen. Ja, Krautsmensch, komm, ich wollte eigentlich, pass auf, dass das da nicht anbrennt. Ja, na, was soll ich da? Krauts, ich wollte eigentlich, Genau, der ohne ab. Habt ihr extra noch was hier zurechtgestellt? Ja, hier unser Salz, extra für dich, die Würzsalz von der Kochbox. Wolltest du eigentlich haben, aber ja, war wohl der Zahnarzt doch ein bisschen länger als sonst, als sie da. Ja, nun eine Menge Salz. Komm mal her jetzt hier, komm mal her. Warte, ich denke, sollte. Mit dem Topf mal herkommen. Ach, ohne anfassen? Gut. Der ist nicht scheiß. Na? Ist das Wasser schon alle raus? Ey, mach mal nicht so einen Dreck hier. Nein, das war kein Dreck. So schnell ruf wieder und umrühren. Schnell ruf. Schnell rauf und schön umdrehen. Warte mal, ja, will man nicht hier um? Super, andersrum, ja. Wieso andersrum? Na, rechts rum geht man immer. Okay. Immer entgegengesetzt der Erdgravitätsanziehungskraft. Das ist doch mal eh an der Klatsche, Alter. So, Essig und jetzt richtig schön umrühren. Jetzt richtig schön einkochen lassen. Ey. Was ist denn los? Ich hab den auf Lunge genommen. Oh, Alkohol riecht, nee. Verstehe gar nicht. Nee, das ist nicht meins. Na doch, das ist. Nein, das. Fertig hier? Nee. Oh. Ey, das kann ich nicht riechen, Alter. Was denn? Hast du nicht noch einen längeren Löffel? Mach mal auch ein bisschen Salz noch rein. Das ja, mach mal Salz rein, vielleicht. Hast du noch einen längeren Löffel? Oh. Oh, volle Lunge genommen, den Scheiß. Oh. Ist mir ganz schlecht. Ich glaube, ich kann das nicht essen. Jetzt ist dir ganz schlecht. Warum warten? Oh. Was soll denn? Weil eine Million Köche, die. Was, wenn du ins Restaurant gehst, hast ja, du denn Mitleid mit denen jetzt? Ah, oh, nee. Wir müssen ja so einen Scheiß nicht machen, Alter. Oder ja. Egal. Ich muss ja auch nicht so ein. Komm mal ein bisschen in die Kamera, man sieht dich ja. Naja, der Löffel ist so lang. Oh. Besser? Ja. Aber die Kamera auch von hier. Ja, zeig mal her. Guck mal hier.
Hat jetzt aber nichts mit dem Dings hier zu tun. Das war einfach nur ein normaler Reibzahn. So, Freddy, jetzt kannst du mal die Chilischote richtig klein schneiden, bitte. Ja, das ist dieser. Einfach klein schneiden, so. Wie mit dem Hackebeil hier, oder was? Ja. Wie soll man so was. Wir sind und klein. Kleinen Tipp hier mit dir, bevor du auf Toilette jetzt Hände waschen. Nee. Ach so. Kannst jetzt schneiden und wenn du denn auf Toilette gehst. So, jetzt machen wir ach ein so. Bisschen Rotwein kommt jetzt da noch mit dran. Schon wieder? Nee, das andere war Essig. Oh. Ich mach Rotwein, du hast Essig. Ja, immer. Toll. Ich mach die guten Sachen. Willst du mal was trinken, Freddy, auch, oder? Ich hab grad was getrunken. Eine schöne. So, und das lassen wir jetzt richtig schön einkochen. Eine schöne. Guck mal, wie schön das aussieht. Eine Jan. Oder? Ja, ich bin toll hier so, reicht das? Noch kleiner, richtig. Wie noch kleiner? Da musst du so festhalten mit der Hand und dann so viel schneiden. Nee, mit der Hand so, du musst es so festhalten. Ja, und dann den Finger ab, Alter. Nein, so festhalten, dann ist ja der Finger nicht ab. Kann doch nicht. Dann springt alles weg. Kann sein, dass Freddy dann nur eine Kfz-Lehre machen muss, kein Koch wird. Kann sein. Ja. Ich wollte ja sowieso mal umschwitzen. So. Ein Rocker, wie er im Buche steht, der hat ein Strafgesetzbuch oder was? Dr. Meier. So, Freddy, würde ich sagen, hauen wir da ein bisschen Zwiebeln hauen wir da noch mit dran. Hey, hier wird sie konzentriert. Ja, hey. Ein bisschen Chili machen wir damit ran. Das wird ein bisschen. Hier, ich schieb dir mal noch was drauf. Nee, das reicht ja, den Rest nehmen wir mit nach Hause. Also. So. Das lassen wir jetzt hier nebenbei so ein bisschen köcheln. Ja. So, Freddy. Du hast ja das Blackland. Das ist ja im Themenpark. Ist ja eigentlich. Ist das eine alte Gaststätte? Oder wie lange betreibst du das Blackland jetzt eigentlich schon? Ich hab das jetzt 11 Jahre. 11 Jahre. Und wie, was war da vorher drin? Da vorher war. Eine Clubgaststätte oder was? Nee, das war. Freddy soll mal kosten, ob die Stücke klein genug sind. Du sagst sie mal kosten, ob die klein genug sind. Wer hat denn dir gesagt? Chefkoch. Kenn ich den? Chefkoch, 3 Sterne, nee, aber entweder kriegt einen besseren Preis hinter und Nickwart Kofo oder sagt dir, wo der arbeitet. Okay, sag mir gleich, wo der arbeitet. Kann man das essen? Ja, na klar. Ehrlich? Alle kann man essen, was wir. Hier, alles, was wir auf den Teller packen, können wir essen. Gut. Oh. So, was war da vorher drin im Blackland? War da so eine Downtown. Also 70 Jahre lang war Downtown in der Prenzlau. Ihr habt doch mal Downtown 1. Das war neben der Kirche da. So, so ein bisschen dahin. Stätte, war das Downtown? Nee, das ist so ein Country-Laden gewesen. Ach so, okay. Zu Anfang war der Eisenbär. Ah, okay. Das war ein Café zu Ostzeiten. Ach so, okay. Da konnte man eine Torte essen und einen Kaffee und abends die Abschläge rein, wenn sie da Tanz gemacht haben. Tanz in den Mai oder so. Heute gibt es keine Schläge rein. Erst war mal schön und die Mütli ein Eis essen und danach hat man ordentlich Hau rein. Ja, danach gab es mit der Kelle. So, dann hat der 17 Jahre. Schade, dass das Ding schon zu hat, wa? Ja, dann, ja, ich habe richtig Lust auf ein Eis gerade. So, und dann habe ich das übernommen, 2010. Ja. Und die Nachbarn sind alle froh. Ich habe noch nicht einmal eine störende Lärm ja, oder Bullen. Wollte ich gerade sagen. Nee. Hast du echt Glück, dass alle Nachbarn. Die lieben mich. Dass alle taub sind oder was? Ich meine, nee. Das ist ja richtig Kraft. Das ist ja, ja, aber da hinten raus. Da ist ja manchmal Musik, menschenverachtende Untergrundmusik. Ja, bin ich bei, da geht auch immer nach hinten. Aber wir haben ja dicke Betonwände aus Osten noch. Ja. Kennen Sie ja den dicken Stalinbeton. Ja, achso, und dann und meinst du, da kommt nichts. Hinten hörst du nichts. Wahnsinn. Und vorne raus? Und vorne raus interessiert dann Scheiß. Thälmann auch nicht? Thälmann Park vorne, dass ich da. Ja, der ist auf das Maum umgekippt, aber die Statue da. Na, wo ist rüber da? Also über die. Ja, da war, bin ich irgendwann mal so irgendwo tanken gewesen, da quatscht mir eine Olle an. Eine Frau an. Bis Danzig hört man. Und Danzig war noch nicht bei uns. Da geht ja auch nicht, ist ja schon tot, der Sänger. Und die hat mir dann so gemeint, guck mal, da bläst irgendwas. Ach so, ja. Ja, muss ich dir schon wieder dran erinnern. Nee, alles gut für dich. Na, nicht, dass ich aber kaputt geht. Alles gut.
kann mir so an meinen Rosen. Du musst das jetzt mal probieren. Wie? Na, probieren, ob das gut ist. Ob das zu sauer ist oder ob das kriegt man ganz klar. Nein, ich habe vorhin dann Atemzug genommen. Mann, die Säure vom Essig ist da rausgekocht, Freddy. Hast du ein bisschen Rotwein drin jetzt? Ey, Alter, ich schwitze jetzt schon. Hey, Mann, das sieht richtig gut aus. Marco, hast du mal? Schmeckt nach Wein. Ja, nach Wein. Gut, dann lassen wir mal weiter köcheln. Ja, die Säure rausholen. Wo waren wir stehen geblieben? Bei Danzig, ach nee, beim Rotwein. Achso, da kam eine Frau. Also, die hat gemeint, wenn wir hier rein und raus gehen, da, ich habe ja noch so einen Biergarten draußen, diese Tür, und dann hört sie dann nochmal bis auf der anderen Straßenseite. Aber dann sind das nur nochmal 300 Meter bis. Ja. Und so laut haben wir nie. Nee, hast du so bestimmt gleich zusammengeschlagen, wa? Nein. Ich hab dann einfach gefragt, ob sie gestört fühlt. Nee, eigentlich nicht. Nee. Ist bloß der Geruch. So ein bisschen von deiner Nebelmaschine. Gut, Freddy, jetzt kicken wir mal nach unserem Fleisch erstmal. Wir müssen uns ein bisschen, müssen uns gleich beeilen, ein bisschen sputen, aber. Ja. Okay, kicken wir mal da rein. Sieht aus wie Fleisch. Oder? Ja. Geil. Fass mal an, kicken wir mal. Nee. Weil das kann jetzt, weil du, wir haben ja übt vorhin, du musst mir jetzt die Frage stellen, woher weiß ich denn, ob das Fleisch gut ist, ob das durch ist. Oder also? Ja, warte nochmal, wir üben das nochmal. Mal nochmal zurück. Mal, ja, genau, warte mal. Ja. Okay. So, jetzt gucken wir nach dem Fleisch. Ja. Die Frage. Woher weißt du denn, dass das Fleisch gut ist? Das ist eine gute Frage, Freddy. Ja, das die hast wirklich, du mir ja gut beigebracht. Das ist eine gute Frage. Dieser Garraum hat jetzt 55 Grad. Ah, das ist ein Garraum. Ja, dieser, ja, das ist ein Herd. Der Backofen. Der Backofen. Der Backofen hat jetzt 55 Grad Innentemperatur. Ja. Jetzt natürlich nicht, weil wir aufgemacht haben. Dann mach doch wieder und die, zu. Und die Kerntemperatur von dem Fleisch kann ja nicht heißer werden wie, der Back, wie die Backofentemperatur. Ja. Und 55 Grad ist beim Fleisch ist noch schön medium. Und wenn wir es nachher noch anbraten, zieht es noch ein bisschen durch und dann sind wir bei 57 Grad. Und das ist absolut medium. Und dann schön ist es rosa. Fertig? Dann ist es fertig. Und wer ist soweit? Na du, ne? Ja, ich esse ja eigentlich nicht so medium. Ich will ja nicht. Der Bluttier. Ja. Also es gibt verschiedene Garstufen. Es gibt medium. Weil. Well down ist durch. Well down liebe ich. Echt? Schuhsohle? Ja. Ich hab ja auch noch nicht mehr alle Zähne, also. Naja, aber trotzdem, Freddy. Nee. Aber was mir schon wieder. Das schneiden wir schön klein auch und dann also, ist es. Also, was mir schon wieder hier so. Da sagst du hier, Backofen und Fleisch liegt drin. Sind wir hier beim Backen oder nun wir beim. Wir backen das Fleisch jetzt, ja. Wir backen das Fleisch. Ja, ja. Ja. So was kann man auch. Wir backen das Fleisch. So. Freddy bestellt sich hier eine Pizza. Freddy lässt Pizza bestellen. Freddy kann sich ja eine Pizza bestellen. Gibt ja wohl ja nicht. Manche Sachen, die erledigen sich von selbst. Aktivstallschwein. Ja, ja, das ist jetzt ein Aktivstallrind natürlich, ist ja klar. Aktivstallschwein. Was soll das sein? Da sind die Schweine aktiv. Wie der Name das schon sagt. Okay. So, wir wollten uns beeilen. Hast ja, wir beeilen uns, genau. Ja. Wir lassen das hier nochmal eben richtig aufkochen. Ja, ganz doll. Und dann und denk daran, ich bin Raucher. Ja, du wirst ja wohl anderthalb Stunden Sendung mal eben nicht rauchen müssen, Freddy. Ja, ist ja schön hart. Wir beeilen uns. Hörst du, wie pfeift? Hier, das essen wir jetzt auf erstmal. Okay. Schmeckt dir das wirklich? Schön ist das. Ja. Gut. Was so ein richtiger Typ ist, wa? Ist jetzt gibt doch dem Freddy mal ein schönes, neues, trockenes Kochbox-Shirt. Da sieht man schon, wie ich hier tropfe, ja? Ja. Du Freddy und sein Kumpel, der Salzrand kommt gleich. Kannst du mir noch einen holen? Der war ein bisschen rot und bei. Nee, wir haben keinen Hubwagen, wir können leider kein T-Shirt holen. So. So, Freddy, okay. Denk einfach mal daran, wer im Glashaus sitzt, muss ich mit Steinen. Mit Steinen schmeißen, ja? So, machen wir jetzt mal das Brett sauber. Ah, das geht ja super. Oder? Machst du das auch so beim Saugen? Nein. Na klar, zu Hause Nicole, zu Hause guckst du hier zu? Zu Hause macht das meine Frau. Meine Frau macht zu Hause sauber. Ja, Sven? Wo ist ich Sven? Bin total fleißig. Guck mal hier, Schweiß. Sven, gib da mal einen Zwischenstand von deiner Folienaktion. Wie läuft's denn bei dir? Ja. Sind alle gespannt hier.
Schon gewettet. 1:1 für dich. Ob du dein Essen fertig hast schon? Schick mal ein Foto. Kann man Handy auch ein Foto schicken im Chat? Nee. Aber du hast ein Handy, dann kann er dir auf Handy schicken. Ja, dann sehen die anderen das aber nicht. Svenny, schick mal ein schönes Foto, dann schicke ich dir nachher ein schönes Foto von Freddy. Ja? Tauschen wir mal so ein bisschen. Okay. Ja. Hier kocht jetzt wie dreckige Wäsche unser Süßkart, unser Pastinaken. Was kochen wir hier, Freddy? Wie heißt das? Püree. Gut, jetzt würde ich sagen, jetzt machen wir mal immer Stopp. Kartoffeln mal bei und dann hier so ein Petersilienzeug. Petersilien, Wurzel, Pastinakenpüree. Oh, kick mal rein hier. Sieht das nicht aus? Ist das fertig? Ich weiß es noch nicht. Kick mal mal. Wieso die denn Kartoffel, der macht? Die Kartoffel weich gekocht ist. Das ist aber ganz schön weich, Alter. Gut, dann pürieren wir das jetzt. Ja, dann kann man nur noch machen. Genau, wir pürieren jetzt. Das ist ja das Gute. Man kann hier wirklich alles machen. Kauf diesen Thermomix, bestellt ihn. Nein! Freddy ist der Thermomix-Verkäufer. Alter, ich habe ja keine Ahnung von so einem Ding. Aber verkauf die doch. Nein, ich habe ja einen zu Hause. Verkauf den noch. Den habe ich eh mal benutzt. So. Vor 4 Jahren. Pass auf jetzt. Aber ging super, wirklich. Ich habe einen Gulasch gemacht. Ein Gulasch? Ja, der hat sogar geschmeckt. Also nach Anleitung. Aber danach habe ich nie, keine Ahnung, wollte ich auch keinen Gulasch mehr. So, jetzt probieren wir das natürlich. Jetzt kann es sein, dass es ein bisschen lauter wird. Guck mal, Svenny. Erster. Svenny, du bist, warst, du bist und du warst immer ein Gewinner, wirklich. So, Dr. Meier, guckt ihr denn auch noch zu? Also Stromspannung hier. Kann sein, dass noch nicht so richtig die Kartoffeln noch nicht so richtig fertig war. Und deswegen, ja. Deswegen, von mir die Schuld bestimmt wieder jemand. Was ist das ein geiles Püree? Geil, ich liebe das. Ich liebe das einfach. Das ist ja so dünne. Das ist nicht dünne. Na klar. Wenn hier was dünne ist, bin ich das. Du. Da ist er ja, Dr. Meier. Größter Arbeitnehmer in der Region, größter Bauerlöwe. Ja. Und der beste Freund von Nils. So, Freddy, jetzt probieren wir das erstmal. Sieht ganz schön dünner aus, ist es aber nicht. Probier mal. Vorher warum muss ich denn immer probieren? Ja. Also, mein Püree schmeckt anders, den ich kenne. Der ist so süß. Das ist ja auch süß, also das ist ja Pastinake Petersilienwurzel. Nee. Meine Fresse, nee, jetzt reicht das. So. Kircheneid, was ist ein Kircheneid? Geht gar nicht. Kircheneid geht gar nicht. Ach, Kitchen. Kitchen-Aid. App. Hat der was getrunken? Deswegen haben wir eine Kitchen-App. Aid. 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 Gut, okay. So, Freddy. Jetzt brauchen wir eine Pfanne für unser Steak. Du bist ja wohl in dein Haus oder was wir sind, ja, wir sind. Früher hatten wir mal echt so eine Bratenplatte. Ja. No way. Nee. Gar keine haben wir mehr. Die Dinger, ich glaube, wenn du die in eine Spülmaschine machst, die lösen sich oft dann. Echt? Wir haben gar nichts, gar keine mehr. Ich habe die ganze Bude durchsucht. Aber naja. War Allergie öfters? Dass sie was mitgenommen haben? Na, kann. Ja, alle weg. Hat sie rumgesprochen, dass die Dinger gut sind, glaube ich. Irgendwie anders kann ich mir das nicht vorstellen. Also, und da machst du das Ding ja nicht darin. Wir müssen ja auch noch Taschenkontrolle machen, Freddy, bei dir. Ich klaut das. Ich bück mir hoch. Freddy, jetzt machen wir hier ein bisschen Öl drin. Okay, wo ist hier? Wo haben wir einen Knoblauch? Ist denn mein Knoblauch hier? Habe ich Knoblauch, glaube ich. Nee, mein Knoblauch ist hier nicht. Dann gibt's halt mal ohne Knoblauch. Dann gibt's halt ohne Knoblauch, ist ja. Stinkt man nicht so. Machen wir hier ein bisschen. Machen wir einfach was anderes. Ja, drin. Ein bisschen Rosmarin machen wir. Genau. So, das brauchen wir jetzt mal. Rosen sind immer gut. Rosmarin. Freddy, ein bisschen Öl in der Pfanne. Ja? Ich sehe, wie du das machst. Und jetzt holst du das Fleisch raus. Echt? Und legst das Fleisch gleich in unsere
Pfanne. Kann ich da so rinfassen? Weiß ich nicht, ob du das kannst. Probier mal. Da ist ja gar nichts passiert. Warte, warte, erst wenn ich was sage. Na, wenn ich sage. Jetzt. Weil dann muss hier die Pfanne heiß sein. So. Und, boah, passt aber ja nicht drin. Das passt schon. Der Knochen kickt dann auch raus. Irgendwas soll da aktiviert werden. Hey, jetzt kann man den Ofen ausmachen. Ja, mach. Jetzt wollen wir essen machen können. Ein Tipp von mir, geh mal beiseite, sonst sieht man dich nicht. Tipp von mir, immer ein Gitter nehmen, also immer ein Gitter. Und immer ein Blech unten drin packen, weil dann müsst ihr den Backofen nicht sauber machen lassen. Dann muss ja nicht gereinigt werden, dann muss man nur das Gitter und das Blech muss man in dem Falle bloß. So. So. Also meine Mutti hat mir beigebracht, macht die Tür auf, dass ich immer so ein bisschen auf. Früher, ihr hattet früher so eine Tür, wa? So eine Backofen mit Tür? Ach so, ne? Na, wisst ihr noch, mit dem Stein da drin und unter dem Feuer. Ach so. Heißen Stein. So, dann brauchen wir jetzt einen Teller zum Anrichten. Wir sind. Wo ist denn die geile AEG-Grillplatte? Ja, das ist die Frage. Das ist die Frage der Fragen. Deswegen wird ab heute werden hier Taschenkontrolle gemacht. Die AEG-Grillplatten sind alle auf Tour mit den Stones, glaube ich. Die sind weg. Und hinter der Taschenkontrolle stehe ich mit dem Hackebällchen für die Hände, der den. Vielleicht sollte die AEG-Grillplatte so konzipiert sein, dass die vielleicht einen Peilsender drin hat oder so. Dann wüsste ich, wo die heute ist. Ja, Schweinerei. Was ist denn dein Lieblingsessen, fragt Ina. Business Lunch, wa? Erbse! Erbse ist auch da. Kick mal. Nee. Ja? Ach du Scheiße. Skandal. Skandal, Erbse. Was machst du denn? Hat dir deine Frau das erlaubt? Wie? Das ist eine berechtigte Frage. Ja. So. Leider erst zu spät. Ja, wir haben ganz viel über dich geredet, Erbse, nur gute Sachen. Ja, von Heiko gute, von mir natürlich nicht, Erbse. Es wird sich um Nachschub gekümmert. Okay, aber mit Peilsender, mit GPS drin und einem Pipapo. Fredi. Schon mal mein Name kann er nicht schreiben. Fredi. 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 Unten links. Erbse, du konntest wohl auch in der Schule mit 16 schon rauchen, wa? In der ersten Klasse. Nee, also unten links ist keine Herdplatte drin. Tolle Gäste habt ihr da. Ja, richtig, Philipp. Das Schlimme ist, das sind nicht nur Gäste, das sind alle Freunde hier. Deswegen ist es für mich halt so schlimm. Ja. So, Grüße von meiner Frau, sagt Erbse. Grüße natürlich zurück. Der Beste kommt zu spät, wie immer. Ja, habt ihr mein T-Shirt noch? Da war da irgendwas mit dem T-Shirt, oder? Hat er den mitgenommen zum Waschen, oder? Ja, weil du das vergessen hast bei mir. Ja, ja, und deine Waschmaschine. Was ist denn jetzt Freddys Leibgericht? Nudeln, Mann. Ich esse ja eine Nudel. Aber was für deswegen Nudeln? Müssen die da jetzt. Werd mal ein bisschen konkreter. Na, Nudeln, Pasta. Pasta. Ist da ein Unterschied? Na ja. Ich esse lange, dünne Nudeln, kurze, dicke. Nur Nudeln, Nudeln oder was? Nudeln, und ja. Soße, irgendwas dazu? Ja. Also hier in der Kochbox bin ich sehr gut mit das aufgehoben. Ja, Freddy ist einer unserer ältesten Gäste. Nein, ja. Vom Alter her meine ich. So, das T-Shirt soll ich haben, Erbse. Kann nicht sein, ich wüsste das. Wenn ich ein Zirkus-Krone-Zelt zu Hause hätte. So, okay. Freddy, wir müssen jetzt anrichten. Wir machen jetzt mal Tschüss. Anrichten, sind wir schon fertig? Ja, pass auf. Alter, das war doch wohl total weich hier. Das war gut, oder? So, Soße. Anrichten? So. Sag doch was. Guck mal, wir bauen hier so einen schönen Teller. Dann habe ich hier so eine schöne Shiso-Blätter. Heik besorgt, vorhin. Ja. Legen wir uns mal hier so ein bisschen sexy. Was ist Shiso? Das ist einfach. Einfach nur zum Ablegen was. Das ist was zu essen einfach. Ja. Okay. Da hätten Sie jetzt auch einfach ein Palmblatt nehmen können. Ich könnte eigentlich auch ein Stück Papier aufpacken können, das hättest du eh nicht den Unterschied gesehen.
Ja, ja. Aber hier sieht das, oder? Sieht das schon mal schön aus. Ja, ja. Schön Shiso-Blätter von der Shiso-Kresse. Was ist ein Pollo? Das Steak sieht lecker aus. Pollo? Monika, das Steak sieht super aus. Hab ich auch gemacht. Ja. Was ist ja? Hallo. Nee, wir sind ja noch nicht fertig, Freddy. Wir müssen sind ja noch nicht fertig, Monika. Monika! Monika, Oma Moni ist wieder in the house. Oma Moni wohnt jetzt leider im Garten und kickt mit ihrem Harald, kickt immer die Sendung. Aber das Internet auf dem Handy reicht immer nur für eine halbe Sendung oder für. Also, ja, und jetzt, schade. Jetzt kümmert sie sich um einen neuen Internetanbieter im Garten, dass sie uns wirklich immer verfolgen kann. Super. Oma Moni, ich bedanke mich bei dir. Ja, vielen lieben Dank, Oma Moni. Wenn du hier wärst, hätte ich dir was abgegeben. Von meinem schönen Tomahawk-Schweineteil da. Das ist kein Schwein, das ist Rind. Gut. Nein, Rind, Kuh. Guck mal, wie schön das aussieht. Toll. Jetzt nehmen wir uns ein bisschen. Drehen wir nochmal um, wa? Ja, Fleisch muss ja noch ein bisschen ruhen auch, dass der Fleischsaft wieder von außen nach innen geht. Wie ich höre, in Studio 3 wird schon heftig vorbereitet. Wir müssen uns, glaube ich, ein bisschen sputen, dass wir da nicht zu spät kommen. Obwohl, wenn wir mal überziehen, ist auch scheißegal, oder? So, jetzt riecht mal einen schönen Pastinakenpüree. Das muss ich leider noch eben abschmecken kurz. Also, ich fand den toll. Boah, ist das geil. Sag ich doch. Ja. Was ich alles so kann. Tamara, Seki, Gari, Soja, Sus. Alter. Oh, auf Festnetz sind sie heute. Ah, Festnetz. Oma Moni ist auf Festnetz heute? Ja. Haben sie. Das Feiern. Ich mache dir das Wochenende. Du durfst es nur einmal, ja, wenn dir Mutti erlaubt. Sag mir den Tag und dann komm vorbei. Mit Mutti aber, bitte. Alleine durfst du ja sowieso nicht weg. Weißt du ja. Hier wieder Schelle. Ja, aber das ist die einzige Frau, die auf den Erbsen mal ein bisschen aufpasst. Oh. Naja, aufpasst. Das ist Liebe, ist das. Ja, das kann, die können sie auch lieben. Sagt ja doch jeder. So, was. Freddy, pass mal auf, jetzt müssen wir das Fleisch schneiden. Schneiden. Marco, wo schneiden wir das Fleisch? Wollen wir das Fleisch von der Kamera live mitnehmen? So, jetzt machen wir. Hey, pass hier auf den Pastinaten-Dings da bumst du auf, ja? Pass auf, dass das schön ausdampft. Genau. Ich finde die Blätter so schön, Schitscherin grün mit die anderen Rallye-Streifen da drüber. Kacki sagt man ja nicht. Hört man ja nicht. Oder schlafen die Kinder schon noch? Oh, das ist noch ein bisschen rohfrisch. Sag ich doch. Ja, müssen wir da kurz nachbraten. Aber mir hört ja keiner. Müssen wir nachbraten, das ist ja nicht schlimm. Wie nachbraten? Ja, wir braten das jetzt einfach nach. Naja, aber. Guck mal, das ist jetzt so, wie du das haben wolltest, Englisch. Wir braten das jetzt nach. Ach, das war einfach zu dick, das Fleisch. Aber trotzdem ist das butterzart, ja? Auf jeden Fall, ich sehe es schon, wie es wegwabbelt. Ach so, macht man das, kaschiert man das. Ja. Können. Ja, die Pfanne hat keine Kamera. Nee, kannst du nicht? Ja. Doch, jetzt da. War einfach die Zeit zu kurz. Wir hätten es länger drin lassen sollen. Genau. Aber ist nicht schlimm. Habe ich gleich gesagt. Alle Köche sind beschissen, die sich nicht zu helfen wissen. Ja. So. Ich würde mal sagen, wir braten jetzt noch mal. Rauchen wir hin, oder? Nee. Wir gehen jetzt, wir richten den Teller jetzt zu Ende an. Okay, was ist da noch anzuringen? Danach geben wir. Ach so, noch mal ganz kurz zu unserer Chatfrage heute, zu den Gewinnern. Die Gewinner kriegen halt ein T-Shirt und für die Leute, die später eingeschaltet haben, die kriegen ein T-Shirt, die haben eine Monatsfreikarte bei Freddy. Aus. Nein, bei einer Veranstaltung kriegen sie ein Bier und den Eintritt und ein T-Shirt. Wechseln. Mit der ganzen Familie aber. Nee, wir machen das fällt einfach mal aus. Wir machen das heute so, wir sagen heute nicht, wer oder wie oder was. Wir sagen jetzt keine Zahl, die gewonnen haben. Wir sagen jetzt die Zahl nicht, die gewonnen haben, sondern die Zahl lesen wir denn erst vor, wenn wir in der Bar sitzen, Freddy. Genau. Ja? Also wir haben die nämlich schon aufgeschrieben. Wir stellen jetzt die Frage. Stell du mal die Frage. Wie ist deine Schuhgröße? Nee, Quatsch. Wie lange gibt es das Blackland schon? Genau.
Und? Warte. Oh, die sind alle bei. Also, nicht der Erste, nicht der Zweite, nicht der Dritte, nicht der Vierte, noch gar keiner. Wir werden nachher in der Bar uns anschauen, die Zahlen, die Freddy aufgeschrieben hat, und die Leute haben dann gewonnen. Genau. Kraut würde das Fleisch so essen, sag doch. Ganz dünn aufschneiden. Wer würde was wie? Kraut. Aber wir haben ja hier so ein bisschen den mäkligen Freddy. So, das lassen wir jetzt mal ganz kurz. Jetzt kannst du mal hier so ein paar schöne, ein bisschen Kerbel, so ein paar schöne Blätterchen, so drei, vier, so eine kleine Buschis muss man hier machen. Und ich muss auf jeden Fall noch ein Foto machen vom Fleisch. Haben wir doch, du hast mir doch jetzt geschickt. Freddy, du hast ein bisschen überzogen. Inge? Ja. Was, Alter? Mit dem Quatsch hast du echt überzogen. Du hast mir doch nie ausreden lassen. So. Dann wäre ich ja längst fertig. Hier hast du einen schönen. Mach mal hin. Ja, super. So, okay. So, was mache ich denn damit? Wir lassen das jetzt hier noch ein bisschen ruhen. Ich brauche ja bloß zwei, drei Stückchen für das Foto. Lege ich jetzt das deine mit? Nee, warte. Nein, kann man nicht mit Stöckelschuhen. Ich habe keine Stöckel. Freddy, seine Dinger, das sind keine Stöckelschuhe, sondern Stockschuhe sind das. Ja. So, jetzt machen wir noch ein bisschen Soße außenrum. Hier kannst du jetzt ein bisschen den Kerbel ein bisschen verteilen. Okay, da kriegt einer da und da. So, das war mit Liebe gemacht. Haben mehr Soße gibt? Nee. Ja, das reicht. Das reicht, schön. Ja, ist auch was man leicht zu Hause nachkochen kann. Hat Freddy. So, und fertig. Und dieses Gericht gibt es ab morgen immer im Blackland. Yippie! Nee, ich habe eine hübsche Speisekarte. Also Blackland ist eine reine. Warte mal kurz hier, ich gehe mal kurz ein Foto machen. Rauchergaststätte. Ja, man kann ja auch beim Rauchen auch. Oder? Nein, darf man nicht. In Deutschland darf man nicht essen und rauchen in einem Raum. Alter, hey. Ja? Gut. Tino? Ja? Gut. Aber ihr könnt ja, denn, wir probieren gleich mal alle. Ich hol mal den Freddy jetzt. So, früher wurde mal geklatscht, wenn wir mal fertig sind mit Kochen. Na, endlich mal. Elf Jahre. 132 Monate. Kann Freddy auf dem Weg zur Bar mit Stöckeln auch Nein. Steigen? Okay. Gut. Ich falle immer sonst hin. Also, wir suchen noch einen Gewinner, den werden wir gleich bekannt geben. 11 Jahre gibt es das Blackland, ich glaube, aber das sind, da kommen wir ja nur mit meiner Frau. Ja, sollst du ja, aber ihr müsst erstmal alle 11 schreiben, ansonsten gibt es keinen Gewinn. Okay. Er hat ja schon 11 geschrieben. Freddy, wir gehen rüber in Studio 3. Ich rufe ein Uber an und dann lasse ich dir rüberfahren, oder? Ja, klar. Wenn du bist ja gehbehindert. Genau. Gut. So.
und die Drinks machen, sondern mein lieber Freund Adrian wird mich vertreten, würdevoll. Und ich... Habe ich den Ton an? Ist denn Ton an jetzt eigentlich? Jetzt ist Ton an. Jetzt verstehen die Leute mich erst. Zappa. Oder soll ich Sprache machen hier irgendwie? Gebärdensprache. Jetzt geht's, ja? Gut. Also gut, dann fang ich nochmal an. Erstmal nochmal vielen Dank an Heiko, dass er mich so würdevoll vertreten hat, die letzten drei Male. Ich musste leider arbeiten, hatte mal einen Job gehabt, hat mich natürlich auch gefreut nach so einer langen Phase der Entbehrung. Bin heute nochmal bei euch hier und werde euch einen schönen Drink noch präsentieren. Werde auch vorher nochmal kurz ankündigen, dass der liebe Adrian die nächsten zwei Wochen mich vertreten wird. Ich hoffe, er lässt sich was Schönes einfallen. Ich hoffe, vielleicht macht er was Molekulares. Ansonsten freue ich mich natürlich auf meinen Urlaub und ich freue mich jetzt natürlich nachher auch auf das schöne Stück Fleisch, auf den Tomahawk. Und passend zu dem Tomahawk und natürlich zu dem Freddy, was passt da besser als Whisky, als alter Rocker? Die Rocker trinken ja meistens alle Whisky. Wir versuchen ja irgendwie das ein bisschen thematisch immer aufzunehmen. Der Heiko hatte mich ja gestern wieder auf so eine große Aufgabe gebracht, dass nun Vivian nun nicht dabei ist und wir wollten eigentlich alkoholfreie Cocktails ja machen, ja, passend. Mussten mal kurz umswitchen, machen mal was mit Whisky. Ich denke mal, was passt besser zum Fleisch als so ein schöner Mint Julep. Mint Julep, da haben wir einen schönen Bourbon, ganz einfache Sache. Wir haben Zucker, wir haben in dem Fall Flüssigzucker, man kann auch Puderzucker nehmen, Minze, Crush Ice und fertig ist der Drink. Ein wunderbarer, schöner alter Drink, einer der ältesten Drinks überhaupt in der Geschichte. Wurde schon gemixt, da gab es noch nicht mal den Begriff Cocktail. Bekannt wurde er so im Jahre 1938, ist ja im Prinzip ein legendärer Drink zu dem bekannten Derby in Kentucky. Dort wird er ausgeschenkt. Da befinden sich in den zwei Tagen ungefähr ca. 170.000 Gäste. Und die 170.000 Gäste verzehren wirklich unglaubliche 120.000 Mint Juleps. Also das ist schon Wahnsinn, was da über den Tisch geht. Da würde ich gerne der Kassierer sein. Ich glaube, ich bräuchte das ganze Jahr nicht mehr arbeiten und würde nur noch diese zwei Tage da in Kentucky diese Derby machen. So, ich fange schon mal an, hier ein bisschen mit Minze zu zupfen. In dem Fall zupfe ich sie, nicht so wie Mojito. Ich mag es lieber beim Mint Julep gezupfte Minze. 10 bis 15 Blätter, schöne frische Minze. So, dann haben wir hier so 2 cl oder 20 ml Zucker. So. Früher wurde der Drink ja noch mit Rum gemacht. Später dann in den Südstaaten dann halt mit Whisky, mit Bourbon. Da nehmen wir jetzt 6 cl, schön Maker's Mark. Warum lasse ich einen frei? Natürlich für den Heiko, der muss noch Auto fahren. Dann machen wir einen alkoholfreien. Dann stoßen wir die Minze nur leicht an. Wir wollen sie nicht kaputt machen, zermatteln, sondern nur leicht anstoßen, nur die ätherischen Öle rausdrücken. So, dann haben wir hier wunderschönes Crush Ice. Den Becher bitte nicht ganz voll machen, weil wir wollen ihn ja noch umrühren, den Drink. So, für Heiko, wie gesagt, alkoholfrei. Wunderbar. Ganz traditionell hier natürlich im Metallbecher, Zinnbecher oder Metallbecher. Warum macht man das? Eine hohe Thermik natürlich. So, schön durchrühren. Wir brauchen ein bisschen das Schmelzwasser bei dem Drink. Da wir in dem Drink ja wirklich fast nur ausschließlich Alkohol haben. Ich hoffe, Freddy, du hast gut gegessen heute zum Mittag. Ja.
So. Und zu guter Letzt geben wir jetzt noch eine schöne Crash-Eis-Haube. Ihr seht, der Drink besteht irgendwie zu 90% aus Eis. Aber das soll er ja auch. Weil wir haben ja prinzipiell fast nur hier nur Alkohol drin. So, dann machen wir noch schön Minzbüschel. Kurz angeklopft, tierischen Öl rausklopfen. So. Na war. So, wenn die Männer jetzt langsam mal aus dem Studio 1 rüberkommen ins Studio 3, dann können wir ja zusammen anstoßen. So. Für den lieben Heiko machen wir das natürlich auch schön. Tut mir die Beine weh, ey. Ja. Mit diesen Hackenschuhe laufen, das ist nicht meins, Pierre. Alter, ich hab Ruhe gehabt. Ja. So, Freddy, wie ist denn so, wenn man jetzt anderthalb Stunden keine Zigarette geraucht hat? Scheiße. Wird's jetzt so noch. Aber nee, ist nicht gut. Aber hatten wir uns nicht einig, dass wir irgendwie den Wortschatz. Ja, ja, ja. Also, wisst ihr ja nicht. Naja, erstmal ist es unhöflich, weil Sven hat ja nur heute Hochzeitstag und wenn du nur von Scheiße redest, ist das nicht schön. Nee, Sven hat ja gratuliert heute mit dir. Heute so. Mittag haben wir. So, heute. Dann mache ich noch ein bisschen schön Mint-Crisp drauf, um die ganze Sache so ein bisschen schicki zu machen. Was? Ja. Okay, ich bin wirklich überrascht, dass die Zuschauer dich ohne erkannt haben. So, ja. Bitteschön, Heiko. Dein alkoholfreier Mint-Julep? Nee, du sollst leiser heulen, steht da. Weil du ja seit 3 Wochen immer wirklich jeden Donnerstag eine Sendung, eine Veranstaltung hattest. War ja schön traurig ohne dich. Ist doch besser, wenn du das machst, weil das sehr professionell rüberkommt. Weil das mit den Zahlen, wie viel Cocktails jetzt getrunken wurde zu einer bestimmten Zeit, das hätte ich nicht rausgekriegt. Nee. Also aber das sind halt auch so alte Klassiker. Und, das weiß man denn, oder was, ja? Das sind so Geschichten. Jeder Drink hat ja irgendwie seine Geschichte irgendwo. Und natürlich gibt es in dem Fall zum Mint Julep ja wirklich die Geschichte mit dem Kentucky Derm, diesen Pferderennen, traditionellen Pferderennen. Und da ist es wirklich so, dass die Gäste da diesen Mint Julep halt bekommen. Okay. Und, haben die denn so viel, Namen? So Zinnbecher, das kann ich dir ja nicht sagen, aber ich denke mal schon, dass die Amis sich das leisten werden, so eine Zinnbecher auch dazu haben, das ist ja traditionell halt. Ne? Und warum nimmt man Metallbecher? Ich habe gute Leitfähigkeit ist das quasi, du merkst, wie freeze der ist, der Becher, und quasi der hält schön kalt. Ja, Metall hält ja kalt, üblicherweise, und da der Drink ja, wie gesagt, aus 90% Wasser besteht oder Eis, hält er quasi schön die Kälte und im Sommer, herrlicher Sommerdrink, und im sehr Glas, erfrischend. Und im Glas würde der schneller warm werden, oder? Genau, richtig. Aha. Und daher quasi, man sieht es ja, wie das so schön. Ja. Oh, ist ja schön. Ist schön kalt, ne? Schön kalt, ey. Der ist ja richtig kalt, ne? So, Prost, Männer, also erstmal Prost. Ja, so vielen Dank, schön, Freddy, dass du da bist. Vielen Dank, Pierre. Schönen Dank für den netten Nachmittag. Na. Wie viel so eine Dinger hast du denn jetzt schon probiert, um zu wissen, ob der richtig ist? Ja, ich hatte vorhin schon mal ihn probiert. Alter. Ja. Meine Güte. Jubeltrubel habe ich. Ja? Ja. Also auch alkoholfrei, wirklich geil. Ich bleib noch eine Stunde. Was ist hier? Ja, das dürfen wir verraten. Ja, nee, super. Alter, schön frucht. Man schmeckt die Minze extrem. Ja. Schön fruchtig und es ist wirklich kalt. Ich glaube, ich muss im Blacklam bleiben heute. So, okay, jetzt werden wir mal das Gewinnspiel, werden wir jetzt mal. Prost, Männer. Sehr geil. Heul leise. Ja. Ja, okay. Wer soll denn leise heulen jetzt? Ja, also, der schreibt, richtig sexy schreibt der auch, finde ich. Wer denn? Ja, der Gastro hier. Heul leise. Prost, wer steckt denn da drüber hinter? Gastro. Das ist der größte Foodblocker, den ich kenne. Was? Foodblocker. Nicht Flurblocker, sondern Foodblocker. Grüß dich. Alter, also Daniel, wir sehen uns ja nächste Woche und dann können wir das alle nochmal auswerten. Hey, liebe Grüße an Pierre, schön, dass du wieder da bist. Ja, finde ich auch. Schön, dass Pierre da ist. Ach, Freddy, jetzt pack da mal den Zettel aus, dass wir mal wissen. Ach, ich hab den. Jetzt müssen wir mal wissen. Ah ja, stimmt ja. Wer hat jetzt gewonnen? Warte. Wir haben ja, bevor wir angefangen haben, Zahlen drauf geschrieben. Ja. Also. Ich kann auch ohne Brille sehen. Ach so, ich dachte. Der erste. Habe ich die 12 gewählt.
Okay. Und der zweite hat die 6 gewählt. Also, Nummer 6 und Nummer 12. Warte mal, ich guck mal kurz im Chat. Ja, dann muss ich ja 2 T-Shirts nehmen. Was? 2 T-Shirts und 2 Monatskarten. Ja, hier kriegt eine kleine Monatskarte. Also, Yvonne hat jemand, der aus Arizona. Nee, Quatsch. Ja, du kommst aber so hoch zu uns, deswegen brauchen wir den nicht. Also, die Nummer 6 ist der René B. 1972. Und wer ist das? T-Shirt von Blackland und Backstage-Karten für Rammstein ist doch. Ja, und jetzt. Was du uns hier anbietest. So, jetzt kommen wir Nummer 12. Und die Variante finde ich auch gut, dass wirklich nicht alle einfach hintereinander schreiben und aufpassen, dass sie wieder gewinnen, sondern auch mal andere Leute gewinnen. Deshalb ist die Nummer 12 heute Gastro-LE. Ach Mensch. Was für ein Zufall. Das geht in Leipzig nicht mit rechten Dingen zu. Ich glaube auch. Da. Ja, der du bist ja so Leipzig. Ein Glücksbursche. Leipzig. Genau. Yippie, ich freue mich. Haha. So. Ja, jetzt. Da hinten steht irgendwas drauf. Ich habe nur vergessen. Ja. Das werdet ihr schon sehen, wenn er von hinten immer eine Backpfeife kriegt. Wenn da was drauf steht, was nicht dahin gehört. So, dann erstmal vielen Dank, Freddy, dass du dir Zeit genommen hast. War mir auch ein Vergnügen. Ich kann trotzdem noch nicht kochen. Das Gericht. Den Tomahawk-Steak auf dem Pastinaken, Selleriepüree, Shiso-Blätter und konfierte Zwiebeln. Wenn ich jetzt an der Luft jage, dann schon wieder vergessen, steht, was du gesagt hast. Ich werde blöde. Ja. Ja, hier, das sind die Zahlen und die Nummern. Ja. Also im Blackland gibt es bald schöne Tomahawk-Steak. Geht dahin. Unterstützt den Freddy. Und ich bedanke aber die mich. Äxte bitte zu Hause lassen. Die Äxte zu Hause lassen. Die Ängste. Nee, die Ärzte. Du kriegst natürlich ein T-Shirt. Du musst aber leider bezahlen. Nein, Ärzte kriegt auch ein T-Shirt. Ärzte, du kriegst ein T-Shirt von Freddy. Ja, kann er gehen. Nein, bezahle ich das. Du hast ja. Hast du schon mal ein T-Shirt gegeben? Da hatte ich ja noch nie wieder, da immer noch nie wieder. Naja, dann Kuschel. Dann soll ich ihm jetzt noch eins sehen? Das ist ein Kuschel-T-Shirt. Hm. Nein, er hat damals gewaschen und hat es mir wieder. Und Erz hat es verdient, der kriegt auch ein T-Shirt von dir. Nee. Getragen. Getragen kannst du haben. Da habe ich noch welche, die aufgerissen sind und so. Kommt wegen Luft dran, Erz. So, okay, Spaß beiseite. Schön, dass ihr eingeschaut habt. Nächste Woche ist das alles ein bisschen anders. Nächste Woche sind Zuschauer, ich hoffe, ihr live hier im Studio. Ich hatte auch Pandemie, Alter, ja? Wir nur mal so. Und wie jetzt dir? Jetzt wieder gut. Ich hatte auch Pandemie. Hä? Pandemie. So, nächste Woche sind wir live hier. Wie dein Panasati da. Was für Panasati? Panadingsabumster da. Naja, Pastinaken meinst du? Mein doch, Püree. Ja. Hast du schon wieder vergessen? Nächste Woche live hier. Wir werden was Schönes zu essen machen. Wir werden ein paar schöne Gäste haben. Auch ich bin leider nicht da. Auch Leute. Ich muss nach Italien. Da gibt es nämlich Pasta. Richtig, da haben wir uns jetzt nämlich extra den Termin rausgesucht, wo Freddy leider nicht kann. Schade. Ja. Und Pierre ist nicht da, der Kollege. Ich bin gleich weg. Er lässt mich. Mein Kollege vertritt mich, genau. Adrian. Der Adrian. Wir werden hier einen schönen Cocktail kriegen. Vielleicht machen wir eine schöne Sommerbowle oder irgendwas. Weil lassen wir uns noch was Schönes einfallen. Ja. Der hat eine was Idee. Was krabbelt denn da bei dir auf der Schulter eigentlich? Das ist mein Haustier. Was ist denn das? Spindy. Spider-Man oder? Ja, Spider-Man. Was ist denn hier los, ey? Ey, der kam die mit dir auf den Kragen. Das war noch nie hier. Du hast den mitgebracht. Irgendwann hat mir auch einer Spinne weggebracht. Siehst du auch schon wieder eine? Also, okay, so, wir gehen jetzt mal raus an der Lupe, oder? Genau. Freddy, wir rufen jetzt erstmal. Vielen Dank, wir sehen uns nächste Woche. Tschüss. Vielen Dank. Ciao. Oh, Alter.